Unternehmen, die Ihnen die Aktivitäten innovativer Fachkräfteförderung zur Gewinnung Duisburgs Techniker und Ingenieure von morgen vorstellen möchten? Wir erfahren als Wirtschaftsförderung immer mehr von den Unternehmen, dass sie Probleme haben, Fachkräfte im naturwissenschaftlich-technischen Bereich zu bekommen oder auch im Bereich mit mathematischen Kenntnissen. Und das sind nicht nur die Ingenieure, sondern es geht immer weiter runter, dass eben selbst teilweise Grundkenntnisse im Bereich Mathematik fehlen. Und viele führen das eben auch darauf zurück, dass wenig Interesse bei den Schülern ist, in dem MINT-Bereich sich aktiv zu beteiligen. Und da eben es notwendig ist, entsprechend Unterstützung zu leisten. Und da wir als Wirtschaftsförderung eben auch aufgefordert sind, die ansässigen Unternehmen zu stützen in allen Bereichen, gehört dazu eben auch dieser Bereich, eben die Gewinnung von Arbeits- und Fachkräften zu unterstützen. Und da muss man dann eben schon früh die Voraussetzungen schaffen, dass entsprechend ausgebildete, qualifizierte Kräfte im Bereich der MINT-Fächer zur Verfügung stehen. Und wenn man die am Ende der Schule oder am Ende des Studiums haben will, dann muss man entsprechend früh noch ansetzen, damit das Ganze auch durchgehend dann strukturiert werden kann. Und wir hatten ja vor einiger Zeit noch ein Pressegespräch zum Thema der kleinen Forscher. Wir fangen da schon relativ früh in den Kindertagesstätten an. Das Ganze geht jetzt an die Grundschulen weiter. Das Thema der kleinen Forscher wird ja eben bekanntermaßen von der Volkshochschule übernommen, vom ZTI-Zentrum hier. Und da sind wir eigentlich ganz froh, dass wir hier mit dem ZTI-Zentrum auch eine Institution haben, die wir gemeinsam mit der Universität betreiben, die auch das gleiche Interesse hat, nämlich Studenten zu gewinnen für die naturwissenschaftlichen Fächer, um dann auch wieder entsprechend Fachkräfte auszubilden. Und wir sehen eben in dem ZTI-Zentrum einen wichtigen Baustein, eben genau da die Voraussetzung zu schaffen, dass sich Unternehmen hier am Standort entwickeln können. Das gilt einerseits natürlich für die Unternehmen, die hier schon ansässig sind und entsprechend Mitarbeiter suchen, aber natürlich auch eine Voraussetzung für Unternehmen, die hier angeworben werden, die natürlich fragen, wie sieht denn die Ausstattung mit Fachkräften in dem Bereich aus? Und wenn wir dann eben auf solche Projekte verweisen können, dann ist das ein entsprechender Standortvorteil und damit gelingt es uns dann vielleicht eher noch, Unternehmen hier nach Duisburg zu ziehen, die in dem Bereich entsprechend tätig sind und solche Mitarbeiter suchen. Fachkräfte wird mit eins der entscheidenden Kriterien für die Standortwahl von Unternehmen der Zukunft sein. Hello, sorry I cannot speak German today. But Christmas time will get exhausting. I show you how to relax